Einen schönen guten Tag. In diesem Video erhalten Sie den ein oder anderen Tipp oder Empfehlung mit dem Umgang von Passwörtern, die Sie in der Rechtevergabe für den jeweiligen Benutzer hinterlegen können. Wenn wir uns nun einen Anmeldedialog gleich zu Anfang in der Praxis ansehen, sehen Sie, dass es hier Buchstaben von A bis Z gibt und Zahlen von 0 bis 9. So. Und das, die Buchstaben sind Großbuchstaben. Das heißt, wenn Sie nun auf einen Buchstaben klicken, kommt hier im Passwortfeld kein kleines Q wie in unserem Beispiel an, sondern ein großes Q. So, deswegen würde ich Sie bitten, wenn Sie Passwörter vergeben, sich auch an diese Konvention zu halten. Passwörter vergeben Sie unter Administration, Systemeinstellungen und Rechtevergabe. Hier haben Sie die Möglichkeit, für den jeweiligen Benutzer die Zugriffsrechte festzulegen und Sie können natürlich dann auch für den jeweiligen Benutzer ein Passwort hinterlegen. Wenn Sie für einen Benutzer ein Passwort hinterlegen wollen, ich gehe jetzt mal auf unseren Mustermann Max, klicken Sie einfach auf Passwort. Sie wählen hier nochmals den Benutzer aus und sagen nun, was war denn mein altes Passwort? Wenn der Benutzer kein Passwort hatte, lassen Sie dieses Eingabefeld leer und drücken lediglich die Taste Enter. Sollte ein Passwort hinterlegt sein, wie bei unserem Mustermann Max, das war jetzt 4 mal die 1, 1, 2, 3, 4, gebe ich das Passwort ein, drücke dann Enter. Wenn Sie das Passwort richtig eingegeben haben, öffnet sich nun das Schloss. In dem Feld Neues Passwort und bei Bestätigung des angegebenen Passwortes sollten Sie sich an die zuvor genannte Konvention halten. Verwenden Sie bitte nur Zahlen von 0 bis 9. Und Buchstaben von A bis Z, und zwar groß geschrieben. Wichtig. Warum? Nochmals, wenn Sie auf einen Touchscreen-Dialog wechseln, haben Sie keine Möglichkeit, ein kleines A oder ein kleines W als Beispiel einzugeben, sondern der Dialog stellt Ihnen die Buchstaben zwar zur Verfügung, aber nur in der großgeschriebenen Variante. Deswegen halten Sie sich einfach an diese Konvention. Oder meine persönliche Empfehlung ist eigentlich eine andere. Ich sage, verwenden Sie doch nur Zahlen. Ne? Zum Beispiel 4 mal die 0, 1, 2, 3, 4, 4 mal die 0 und dann bestätige ich und dann ist gut. So, da bin ich auf der relativ sicheren Seite, habe keine Probleme mit Groß- und Kleinschreibung und das persönlich würde ich Ihnen ans Herz legen. So, denn wenn Sie nun als abschließendes Beispiel, wenn Sie den Eintritt in eine Kasse, das will ich jetzt nicht, so, dann machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich habe jetzt in den Systemeinstellungen nur die Art der Eingabe umgestellt, aber da kommen wir in einem anderen Video eingehend darauf. Wenn ich die Kasse betrete, habe ich ja nun die Möglichkeit, hier wiederum einen Benutzer auszuwählen. Dieser angezeigte Dialog ist variabel. Das heißt, Sie können sagen, ich will mit Liste, ich will mit Passwort, ich will numerisch und mit und ohne Passwort, wie auch immer. Und hier haben wir wieder genau das am Anfang genannte Prinzip. Touchscreen-Buttons und zwar immer in großgeschriebener Variante. Also ich persönlich empfehle Ihnen das Verwenden von numerischen Passwörtern, denn da sind Sie relativ auf der sicheren Seite. Ich nehme jetzt hier 4 mal die 0, klicke auf OK und ich könnte nun in die Kasse eintreten. In unserem Beispiel haben wir halt noch keinen Tagesabschluss für den gestrigen Tag gemacht, den wir jetzt nachholen könnten. Aber so viel zum Thema Passwortverwaltung und Passwortverwendung vor allem. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, es hat Ihnen vielleicht weitergeholfen und bis bald.